halt einfach die Fresse, ey. Ich gehe jetzt hier raus und Schlüppchen aus. Ey. Ich krieg hier Plack, ey, mit so einer alten. Im bayerischen Kissing macht sich Familie Eberle warm für den anstehenden Frauentausch. Mama Miriam ist 38 und hat sich ganz der Familie verschrieben. Gärtnern, backen, kochen, waschen, putzen und auch die Büroarbeit für ihren Mann erledigen füllen ihren kompletten Tag aus. Ehemann Helmut, 50, leitet seine eigene Sportschule. Er ist 11-maliger deutscher Meister im Taekwondo. Der gleichen Sportart verfallen ist Sohn Timon, 14. Papa Helmut ist sein Lehrmeister und größtes Vorbild. Auch Sohn Philipp, 11 Jahre alt, versucht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Mit Kampfsport hat das Dreigespann Schwiers-Reuswig-Zinserling aus Hanau weniger zu tun, dafür aber mit Bettgymnastik. Daniela, 47, lebt mit 2 Partnern zusammen. Die arbeitssuchende Hausfrau hat sich ganz ihren beiden Männern verschrieben. Nur die Playsee hat sie noch lieber. Danielas Number One ist Daniel, 55. Der Hobbykünstler verehrt seine Traumfrau bereits seit 9 Jahren. Sven, oder auch Seven genannt, ist Danielas Partner Nummer 2. Der 48-jährige Gelegenheitsarbeiter ist erst seit einem Jahr mit Daniela zusammen. Ich bin Hausfrau, lebe in einer Dreierbeziehung und von meinen 2 Männern können andere Frauen nur träumen. Ich bin eine echte Powerfrau. Damit es meiner Familie gut geht, arbeite ich hart und unterstütze sie, wo ich nur kann. Städtische Lebenskünstler treffen auf ländliche Sportfanatiker. Freizügiges Trio auf konservative Familie. Bodenständige Hausfrau auf freizügige Sexbombe. Ein Frauentausch, der die jeweiligen Lebenswelten auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen in unserer Liebeshöhle. Ja, das ist unser Wohnzimmer hier. Wir machen uns zu zweit oder zu dritt gemütlich. Das ist unsere kreative Ecke. Das ist von Daniel und von mir. Ist ein bisschen verrückt, aber ich mag es einfach. Was ist mit kreatives Essen? Mir genau, der mag ihn ja. Ich bin der Chef vom Zocken. Du kannst dich mal am Arsch legen, Alter. Seht so das, was du essen machst. Nicht so. Ja, auf gar keinen Fall. Danke für den Kommentar. Ich bin raus hier. Leid mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da. Ja, das ist das Zimmer von meinem Freund Sven. Hier vergnüge ich mich, wenn Daniel zocken tut. Wenn sich zwei lieben, schläft einer schon mal früher ein. Ja, das ist unsere Küche. Hier bekoche ich meine Jungs. Meistens bin ich das Hauptdessert. Hey, Mann, langsam knoll mir den Magen, ey. Ich hab so einen brutalen Hunger, ey. Soll ich mal gucken, was er macht? Das wäre ganz cool von dir. Ja, was ist jetzt leckerer? Dein Anblick oder das Essen? Such's dir aus. Ich bin gerade am Überlegen, ich weiß es noch nicht. Bin mir noch nicht sicher. Was kaufst du denn eigentlich? Spaghetti mache ich. Aber wir könnten ja eigentlich auch ein bisschen was anderes machen, ne? Ja, so ein bisschen Nachtisch, was hältst du davon? Nee, nicht Nachtisch. Essen einfach mal sein lassen. Ja. Na, nicht lang schnacken, dann machen wir das einfach. Herd aufmachen, nicht, dass es anbrennt. Genau. Ja. Das sieht ja schon heiß aus heute. Hat was. Großstädtische Hektik gibt es in Hanau nicht. Und beim Dreigespann um Tauschdame Daniela schon gar nicht. Das Erste, was die drei morgens nach einer geruhsamen Nacht machen, ist natürlich chillen. Morgen! Faulheit gibt dem Leben Sinn. Ich bin morgens so ein Morgenmuffel, ja, morgens Stress oder so, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich brauche meinen Kaffee und meine Ruhe und dann kann das von mir erst langsam alles angehen. Kinder, was habt ihr heute vor? Was ist denn heute eure Tagesplanung? Was sagst du? Ja, Film gucken. Einen Film gucken erstmal. Film gucken. Mal Warfäden, ne? Ja, also Film gucken. Also eintönig wird es ja hier nicht. Das ist abwechslungsreich und langweilig wird es ja auch nicht. Also so wie ich jetzt lebe, ist es eigentlich in Ordnung. Finde ich eigentlich gut. Fast genau in der geografischen Mitte zwischen Hanau und Kissing in Rothenburg ob der Tauber soll es nach 1,5 Stunden Fahrzeit zur ersten Begegnung der Tauschmütter kommen. Hoffentlich können sie sich riechen, denn sehen dürfen sie sich natürlich wie immer noch nicht. Hallo, ich bin die Dani. Ich bin die Miriam, wünsche dir viel Spaß. Ich dir auch. Danke. Liebeshöhle, ach du Schön, ja.
Lassen wir uns mal überraschen. Verkaufen mich nicht, schon klar. Fisch kann man kaufen und es geht Fisch im Sonderangebot. Wenn man das Kunstwerk nennen möchte, derjenige, der es gemacht hat, ist mit Sicherheit sehr stolz auf sich. Wenn's Kinder waren, hoffe ich. Kochen nur im, ja, aber wirklich nett, das mache ich nicht. Den koche ich gar nicht, ja. Ja, Finger weg, okay, mache ich. Gut, es riecht nach Rauch, es stehen Aschenbecher auf dem Tisch. 1, 2, 3. Noch mehr Aschenbecher. 1, 2, 3. Okay, das schaut eher aus wie... Sag mir, wie man das nennt. Kinderzimmer bzw. Jugendzimmer. Etwas ältere Kinder. Ja, Spielekonsole kenne ich von meinem, Fernseher auch, ist in Ordnung. Hier schläfst du gerne mit Daniel oder Sven. Ich werde mit niemandem hier schlafen. Ja, Badezimmer. Mach dich hübsch. Brauche ich nicht. Mein Mann ist nicht da. Hallo. Hi. Miriam, grüß dich. Na, das ist ja dann doch mal eine Überraschung. Ja, gleichfalls. Der allererste Eindruck von Miriam. Wahnsinnsaugen. Hallo. Hi. Mein Gott. Der Blick ist ziemlich erotisch. Nur von der Kopf her stelle ich mir was anderes vor, wenn ich mal so einen genehmigten Seitensprung machen darf. Willkommen. Dankeschön. Das ist lieb von euch. Erstmal Zuckerbrot. Zuckerbrot. Peitsche gibt's dann später. Das schauen wir mal. Als die zwei durch die Tür gekommen sind, habe ich ein ganz starkes Bild vom Kiez im Kopf gehabt. Aber klar, mit den Blumen, das war schon süß. Das ist nett gemeint und das muss man einfach auch gut heißen. So, also, was ich wissen möchte. Verhältnis zu Dani, verheiratet oder nur... Nur Freund. Nur Freunde. Nichts verheiratet. Ich bin ihr Freund. Ja, und hallo, ich kriege deine Videobotschaft, da steht drin, hier, Dreierbeziehung. Ja, bitteschön. Keiner von uns ist mit dir verheiratet. Ja, hätte ja sein können. Ist das für dich beängstigend oder so? Nö, ich komme, ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden, ich kenne den Kiez, ich weiß, wie das da abläuft, also ist das nicht weltfremd für mich. Cool. Ja, auch wenn ich damit mehr oder weniger mit der Tür ins Haus falle. Aber da, wo ich schlafe, wäre das schön, wenn es rauchfrei bleibt. Wird eh nicht weiter wohnen, schlafe ich nochmal und da wird nicht geraucht. Habt ihr fürs Schlafzimmer hinten einen Schlüssel? Nein, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Das Schloss ist defekt. Das Schloss ist defekt, aber das ich kann man nicht. Ich mach's wieder heil. nee, weil dann würde ich mich nämlich jetzt für heute Abend auch einfach zurückziehen und frühstücken morgen wann? Ich mach Frühstück. Du machst Frühstück. Wir können uns in die Mitte einigen. Um 6 auf keinen Fall. 9 Uhr? Zwischen 9 und 10. Hm? Okay. Geht das? Also 9:30. Aufstehen! Oh. What the f***? Ja. Seid froh, dass ich nicht um 5:30 aufgetaucht bin. Kannst du nicht mal in den Garten graben? Ein bisschen. Hättest du einen Garten, wäre ich schon draußen gewesen. Ich mach Müll raus. Boah, ey, beschäftig dich ein bisschen. Was denn? Seht zu, dass ihr hochkommt. Sie macht Kaffee. Der Horror, die Alte. Der Morgen ist uns sehr heilig. Also da braucht man nicht irgendeine Furie, die hier durch die Wohnung rennt und so brutal weg. Das ist, braucht man definitiv nicht. Das können wir beide nicht vertragen. So, ihr Süßen. O-Saft ist super. Gell? Für dich Kaffee? Wie fit seid ihr? Ich halb fit. Halb fit. Drei Filter, also ziemlich du bist fit. Fitter. Du darfst, du darfst ich bin sitzen. Ziemlich wenig fit. Du kommst jetzt mit mir bitte in die Küche mit. Ein Bootcamp oder was? Militär hier. Mach kein yes, Bootcamp. Sir. Nein. Ich brauche dich in der Küche, weil du mir was zeigen musst. Ganz einfach. Ja. Fertig. Moment. Nee, du kommst mit in die Küche. Das ist definitiv zu early für solche Ansagen. Hanau hat Miriam bisher die Hosen an. Wenn es nach Sven und Daniel geht, soll damit jetzt Schluss sein. Schließlich soll die Dame des Hauses doch zum Amüsement der beiden Gockel da sein. So, Daniel, ich habe mich da mal in Unkosten gestürzt. Erzähl. Hab da mal ein bisschen was eingekauft. Weil du weißt ja, wie unsere Dani immer kocht. Dass wir unsere Tauschmama auch so sexy aussehen lassen. Aha. Ein paar schöne High Heels gekauft. Sieht cool aus, ey. Dann das absolute Hammer-Outfit.
Wow. Geile Idee, oder? Mal gespannt. Ich gucke mir das an, auf jeden Fall. Dachte ich mir. Weißt ja schon, dass es jetzt nach unseren Regeln hier noch geht und die Dani ja so für uns kocht. Ja. Und wir eigentlich schon der Meinung sind, dass du dann auch so für uns kochst. Ja, Schuhe ziehe ich an. Ja. Mehr nicht. Mit du überlegst dir so mal. Wir lassen uns überraschen. Nee. Ich finde es schade, dass die Miriam die Sachen nicht anzieht, denn sie ist eine attraktive Frau und ich hätte mich gefreut, damit sie Haut zu sehen. Unsere Küche geht's heiß her. Guck mal, ich laufe jetzt nackt vor dir rum. Das ist traumhaft. Du brauchst doch gar nicht Brüder zu sein, da kannst du auch mal die Sachen anziehen. Ich bin nicht Brüder, aber ich bin verheiratet. Und? Ja. Nix, na und. Das finde ich jetzt eine schwache Nummer. Guck mal, ich stehe sogar ganz nackig vor dir und habe kein Problem damit. Nein, du stehst ganz nackig hinter mir. Ja, weil du dich nicht umdrehst, du Feigling. Ich hab mit Feigling nichts zu tun. Weichei. Nein, ich schau nur meinen Mann an. Regeländerung. Okay, ich bin gespannt jetzt. Echt, heute schon? Ich habe ja jetzt die ganze Woche mehr oder weniger nach euren Regeln gelebt oder nach eurem Haushalt. Und ja, mich würde es einfach freuen, wenn meine Regeln eben halt auch umgesetzt werden könnten. Ich wünsche mir einen rauchfreien Tag von euch. Damit kann ich leben. Alter, wir dürfen gar nicht rauchen. Na, ist es im Mund? Mir egal. Daniel, verstehst du, was ich sage? Den ganzen Tag, no go. Keine einzige Zigarette. Ich schaff das. Du schaffst es? Ja. Okay. Da bin ich echt gespannt. Eine Kaste Bier, ich schaff das. Würde mich freuen, wenn du es schaffst. Ich schaff das. Du nicht? Aber du gibst dir Mühe. Ja. Ach komm. In Ordnung. Regel 2. Bin mal gespannt jetzt. Ich will, dass wir Sport machen. Ich will, dass ihr von der Couch runterkommt, dass ihr eure Gelenke mal ein bisschen bewegt, damit ihr nicht einrostet und hier Spinnweben ansetzt, nur weil ihr Playstation spielt. Und damit auch mal frische Luft in eure Lungen kommt und nicht nur der Qualm, der hier drin steht. Das geht voll in Ordnung, ja. Jennifer. In Hanau wird Miriams Rauchverbot nur zu 50% erfüllt. Das sind der Tauschmama aber 50% zu wenig. Ach Jungs, ich hab euch doch gebeten, nicht zu rauchen. Schatzi, er raucht nicht, ich rauche. Aber er hat's durchgehalten, Kompliment. Aber ich schaff das nicht. Ich führe jetzt die Diskussion auch nicht weiter. Ich rauche, Drops gelutscht. Aber von dir nehme ich's weg, wenn das in Ordnung ist. Schwupp, und schon sind sie weg. Zwei hast noch übrig. Wo sind meine Zigaretten? Da. Im Mülleimer. Hm. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Sind die jetzt alle im Arsch oder was? Das weiß ich nicht, ob die im Arsch sind, aber die liegen im Mülleimer. Boah, sag mal, die haben so echt ins Hirn geschissen, sag mal. Boah, nee, ich find's nicht. Boah, ist das eklig. Irgendwo hat das Spaß und Fräulein, weißt du das? Und der Punkt ist gerade hier. Ab, Supermarkt ist ohne, holen wir neue. Ich werde keine Zigaretten kaufen gehen. Boah, ich flippe hier echt gleich aus. Da hat der Zimmermann ein Loch gelassen. Finger aus der Poppes und los geht's. Schnucki, ich werde Schnucki am Arsch. Keine Zigaretten holen, da kannst du dich jetzt Kopfstand machen. Schnucki am Arsch. Nee. Boah, nee, ich krieg Kotzen, ehrlich. Es ist einfach mal, das sind 24 Stunden. Oh nee, halt einfach die Fresse, ich geh jetzt hier raus und flipp hier noch aus. Ich krieg hier Plack mit so einer Art. Ausmachen, wir gehen jetzt runter und wir machen jetzt Sport. Der macht doch genug Sport, guck mal. Naja, den mach halt hin, du hast gesagt, ich du machst Ich mach das Ding fertig und dann gehen wir raus. Komm in die Puschen, ich will jetzt raus und nicht jetzt in 10 Stunden. Freiwillig oder ich mach aus. Mach was du willst, wenn du so weitermachst, dann steh ich gar nicht mehr auf. Feierabend. Ich mach genug Sport. Ich mach das, wenn ich Bock drauf habe und nicht, wenn da einer steht mit der Trillerpfeife und sagt, hallo, wir machen Sport. Hallo? Also ich habe so das Gefühl, da steckt noch eine kleine Domina drin und hier versucht sie die auszuleben. Und mit ihrem Befehlston, da fehlt euch nur noch die Peitsche. Das ist mir echt zu blöd hier. Mach da einen Scheiß alleine. Hallo. Hallo. Dani, willst du die Beine rauchen oder willst du den Scheiß weitermachen? Und weiter. Nee, nicht rückwärts. Es ist so, wie ich gesagt habe. Ihr seid festgewachsen mit den Hintern auf der Couch und seid nicht kooperativ, was irgendwas Macht angeht. Macht ihr mal. Ja. Dass der da so eine Blondine anspricht und sich da echt noch rotzfrech hinsetzt, ich glaube, das ist typisch Sven. Kein Durchhaltevermögen, keine Disziplin, kein gar nichts. Der ist stehen geblieben in der Pubertät. Ja, da gehe ich doch lieber zu der netten Blondine, als mich hier zum Affen zu machen und was zu machen, was mir gar keinen Spaß macht. Mädels anzugraben macht mir viel mehr Spaß. Auch in Hanau trennen sich die Wege. Einer hat aber schon vorher Reis ausgenommen. Sven wollte sich wohl mit einer Flucht in die Ferne eine weitere Standpauke ersparen. Grüß mir, Sven in Dubai.
und seh zu, dass du jetzt losgehst die Tage, dass du dir eine Arbeit suchst, dass du wenigstens registriert bist und bleib am Ball, weil wenn du jetzt locker lässt, dann war das alles für die Katz. Ich danke dir für alles, du hast mir schöne Sachen beigebracht. Mach ich gerne. Vernunft. Nochmal. Also. Und ich grüße mir die Familie und deine Jungs. Du, die Dani und den Sven noch, gell? Sobald du aus Dubai zurück bist, ja, sage ich ihm das. Also gute Zeit. Man hat ja viele Emotionen durchgebissen. Ja, ich wünsch der Familie eigentlich alles Gute und vielleicht doch, dass die eine oder andere Idee gefruchtet hat und dass sie da